Hallo Freunde und willkommen zurück zu Bioshock. Wir befinden uns hier in Neptuns Bounty. Dort sollen wir eine Kamera besorgen und damit dann einige Bilder schießen. Der Pfeil oben zeigt uns den Weg. Wir haben die Kamera noch nicht gefunden, aber es kann wahrscheinlich nicht mehr weit sein. So, wie immer checken wir nochmal die Waffen. Wir haben hier den Schraubenschlüssel. Der ist auch okay. Wir haben hier den Electro-Bolt. Das ist auch okay. Die Waffen müssten komplett aufgeladen sein. Das habe ich gerade eben offscreen gemacht. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. Beziehungsweise habe ich schon wieder aus Versehen umgeschaltet. Da haben wir doch auch was. Du kannst nicht mehr MG-Patronen tragen. Willst du mich verarschen oder was? Wir schalten mal kurz um auf die MG. Obwohl, wir haben tatsächlich 320 Schuss einstecken. Okay. Ich dachte jetzt, wir haben nicht so viel. Also gehen wir einfach mal weiter. Was? Interrogation Room. Session in progress, one light is on. Das ist an. Was haben wir denn hier eigentlich? Nichts. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der Kleinen und Schwachen in der an, denn er ist stark. Was macht der Teufel da? So, wir schnappen uns erstmal die Kamera. Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Jeder Gegnertyp hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuche ein Foto von dem Splicer auf der anderen Seite der Scheibe zu machen, wobei du das Motiv zentrierst und heranzoomst. Sehr schön. Neue Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Spider-Splicer. Erhöhter Schaden plus. Spider-Splicer sind anfällig für Antipersonenmunition und Elektrizität. Mehr sieht der Herr alles. Ihm entgeht gut. Warte mal hier. Mach auf, wenn du dir keinen Ärger einhandeln willst. Nee, schau dir gleich die Rübe ein, mein Freund. Wie kommen wir denn zu dem hin eigentlich? Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Komm, lass den einfach reden. Alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Komm doch nicht zu dem hin. Vielleicht von da aus? Nee, sieht nicht so aus. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? Verdammtes Ding! Alles nur noch schlimmer für dich. Du glaubst, du kommst damit durch? Wie, ich weiß es nur nicht so ganz. Ich bin einfach einsam. Ich bin Boah, was ist denn da los hier schon wieder? Du alter Penner. Ich weiß jetzt nur nicht so ganz, wie man mit der Kamera ranzoomt. Mann, hier hört es sich wieder so an, als würden da überall welche rumlaufen. Was wahrscheinlich auch tatsächlich so ist. Du glaubst, du kannst mich austricksen? Alter Schwede. So, was haben wir hier vorne? Nichts mehr, okay. Wir müssen da wahrscheinlich wirklich runter. Du glaubst, du kennst mich? Ein neues Plasmid. Nerven diese verdammten Sicherheitskameras? Maskieren Sie Ihre Feinde mit unseren photoelektrischen Insekten und schon sind die Kameras und Geschütze Ihre besten Freunde. Holen Sie sich Security Bullseye noch heute. Nö, das brauche ich nicht. Indigenbank lagern. So, können wir von dem auch ein Foto machen eigentlich? So. Auch hier wieder erhöhter Schaden, nur diesmal für den Bleedhead Splicer. Du glaubst, du kannst mich austricksen? Und ich höre doch schon wieder einen Big Daddy. Ihr leckt mich doch am Eimel hier. Müssen wir da jetzt runterspringen oder was? Wo ist denn der Big Daddy?
Ich höre noch ganz genau. Ich bin einsam. Ich bin allein. Ich höre doch hier einen Big Daddy. Wo ist denn der? Das klingt so, als wäre er direkt hier irgendwo. Verdammtes Ding! So, komm, den hauen wir jetzt erstmal eins rein. Nein, nein, nein. Verdammte Scheiße. Da war irgendwo eine Kamera. Da vorne sehe ich jemand rumkrabbeln. So, ich tue jetzt erstmal hier die Kamera vernichten, aber ich weiß nicht so genau, wo sie jetzt war. Die kann ja eigentlich nur hier gewesen sein. Ich sehe sie aber nicht. Verdammt nochmal, doch da. Na, die hätten wir auch schon vorher sehen können, ne? So, da liegt noch Munition. Da haben wir einen Audiolog. Diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Und da vorne ist auch der Big Daddy, den wir die ganze Zeit schon gehört haben. Irgendwie kommen wir da wahrscheinlich hin. Momentan sehe ich jetzt hier noch keinen Weg. Ich weiß jetzt auch ohnehin im Moment nicht so ganz, wo wir gerade sind. Ich glaube, ich muss da einfach wieder rausgehen. Da liegt noch ein Audiolog. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, in das Bewässerungssystem von... Was, die Forschungskamera? Gut. Geben wir dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Dann lass uns schleunigst hier verschwinden. Ja, der wollte irgendwelche Fotos von irgendwelchen Insekten, die an der Decke rummachen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Insekten sind. Oha. Was haben wir hier? Ach, da können wir uns heilen. Brauchen wir jetzt nicht. Ich bin mir da momentan gar nicht so sicher, ob wir auch wirklich am richtigen Weg sind. Oh, ich höre da schon wieder jemanden hier. Boah, das kann doch nicht sein. Da. Du glaubst, du kannst mich austricksen? Alter. Das macht mich Wahnsinn. Da vorne ist eine Kamera. Ach du Scheiße. So, wir müssen da mal zur Seite hier. Oha. So, ich wollte aber nochmal zurück, weil da ist noch eine Kamera gewesen. So, wir hören uns aber vorher erstmal das Audiolog an. Das letzte konnten wir uns ja nicht anhören. Da sind wir vom Atlas unterbrochen worden. Die Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. So, die Kamera haben wir erledigt. Ich höre hier irgendwelche Stimmen schon wieder. Aber wir gehen da trotzdem wieder zurück. Wie zoomt man eigentlich bei der Kamera ran? Ich weiß es jetzt gar nicht. Diese Tasten mal probieren? Nö, keine Ahnung. Also momentan weiß ich nicht, wie man hier ranzoomt. Aber ist egal, es wird auch so gehen. Okay, wir gehen jetzt hier weiter. Gleich nachdem wir diesen Raum hier abgesucht haben. Da vorne höre ich noch Stimmen. Da ist noch nicht so ganz leer. Ein Film. Sehr schön. So, wo seid ihr Penner jetzt? Ausgetrickst, du Monster! So, wo ist sie denn jetzt? Boah!
Zeit. Oh Mann. Ja, ist ja gut jetzt. Ein Spider-Splicer-Organ. Was kann ich mit den Dingern machen? Na, es ist manchmal hier ein bisschen wild gerade. Mit dem Umschalten der Waffen irgendwie. So, komm, wir gehen nochmal auf das Bild hier. Ne, wir gehen auf dieses hier. Und dann machen wir hier nochmal einen Electro-Bolt. Beziehungsweise, da war doch eine Kamera. Das heißt, wir müssen schon wieder umschalten. Habe ich eben gerade nicht mehr dran gedacht. So, und zwar genau hier. Sehr schön. Da gucken wir mal, ob da noch eine Kamera ist. Gleich in der Nähe. Ne, sieht nicht so aus. Okay, haben wir hier was drin? Nochmal ein Film. So, gibt es da oben noch was? Jawohl, Pistolenkugel. Und da liegt auch noch was. Kontaktmine, okay. Und noch ein Dollar, sehr schön. Ansonsten gibt es hier gar nichts. Wir sind, glaube ich, hier irgendwie komplett falsch. Ich höre da schon wieder irgendjemand singen im Hintergrund. Sag mal, wo ist denn der jetzt hier? Da hört man immer irgendwelche Geräusche. Vor dem göttlichen Link verbergen zu können. Wir haben uns geirrt. Moment! Wie über euch! Los, du Arsch! Boah, der hat mich genau getroffen, die dumme Sau. Komm her. Ich geb dir. Wo ist er denn jetzt hin? Der ist tot, keine Ahnung. Vielleicht ist er seinen Verletzungen erlegen, wer weiß das schon. Ich will da aber gar nicht hin. Ich will nochmal hier hin. Muss hier wirklich gucken, ob es hier nichts mehr gibt. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall den Neptuns Bounty alles absuchen, sodass wir... Entschuldigung. sodass wir diese drei gesuchten Bilder machen können. Ich weiß nicht so ganz, wo wir hin müssen. Dann bleibt uns natürlich nichts anderes übrig, wie hier alles abzusuchen. So, komm, wir schalten aber nochmal um. Ich höre da schon wieder irgendwelche Stimmen. Wir alle bewegen die große Kette und die große Kette bewegt uns. Oh Mann, diese ganzen Geräusche, die machen mich hier wahnsinnig. Ich gehe nochmal da zurück. Kai oben. Ich gehe wirklich nochmal da zurück. Kann doch nicht sein, dass es hier nicht weitergeht. Da vorne war doch noch der Big Daddy zum Beispiel. Den wir hier eigentlich ganz gut hört. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Da sind wir jetzt runtergesprungen, ja? Da sind wir ganz am Anfang der Folge runtergesprungen. Hm, keine Ahnung, ist scheinbar doch hier tatsächlich falsch. Oder wir müssen wieder irgendwie außen rumgehen. Diesmal gehen wir mal den anderen Weg. Hier lang. Ach du Scheiße. Da hinten war doch noch einer. So, ich weiß, dass sie teilweise Sachen dabei haben. Ich will sie aber erstmal so ein bisschen mehr oder weniger ruhig haben. Na komm, du auch noch. Ja, so muss es sein. Und gleich der Nächste. Mal aufpassen, sonst renne ich wieder viel zu weit. Blick keine Sau mehr durch, wo wir hierher gekommen sind. So, such mal erstmal hier diesen Splicer ab. Der hat auch einiges dabei, das ist doch schon mal schön. Da geht es auch weiter hier. Oh Mann, diese Geräusche machen mich wahnsinnig hier. Es hört sich wirklich immer so an, als wäre da irgendjemand in der Nähe. Das brauchen wir nicht hier. Zirkus der Werte. Also doch nochmal hier durch. So, und jetzt fangen wir hier an. Da lag doch, glaube ich, was. Zigaretten. Jetzt habe ich die Zigaretten geraucht. Wollte ich gar nicht. Ich bin doch nicht Raucher jetzt. Da liegt noch ein bisschen Kohle. Na, nee. Alkohol brauchen wir jetzt auch nicht. Das nehmen wir mit. Und dein Audiolog. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen.
Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Sag mal, hält der Penner immer so viel aus, oder was? Kiste mit Granaten, die können wir auch mitnehmen. Hier Waschbecken benutzen, ja, brauche ich nicht. Die Hände sind doch momentan noch nicht dreckig. Aber da vorne, da war doch noch so ein kleiner Weg. Moment, da müssen wir nochmal da hinten hin ins Wasser. Da geht es doch auch noch weiter. Und bevor wir jetzt da wieder weiterlaufen, gucke ich doch erstmal da rein. So. Da wollte ich doch gar nicht hin. So. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ey, ich weiß es nicht. Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Na, das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ich muss erst mal gucken, dass ich meinen eigenen Arsch hier irgendwie rette. Jesus liebt dich, ja, ich lieb dich auch. Halt die Schnauze, du Penner. Na komm. Hallo, lass mich doch mal schneller rennen hier. So, wo ist denn der nächste Penner? Was ist denn jetzt eigentlich mit meiner Geschwindigkeit hier los? Ah. Ich war noch auf Schleichen eingestellt. Dann hätte das Ganze natürlich viel besser geklappt. Gut. Auf jeden Fall ist hier irgendein komischer Raum. Scheiße! Alter! Verdammtes Sauding, ey. Leck mich doch am Arsch. Ich glaube, ich brauche noch eine Weile, bis ich das hier mit der Steuerung so richtig kapiere. So, diese Kamera wäre erstmal erledigt. So, und gleich geht's direkt weiter hier. Bandagen, Dankeschön. Film können wir auch noch mitnehmen und ich höre schon wieder den nächsten Splicer hier. Verfluchten Penner. So, wir schalten nochmal um hier auf den Electro-Bolt. Munition sparen. Ach, jetzt sind wir bei der Tür auf der anderen Seite. Ah, alles klar. Boah, ist ja schon wieder ein Big Daddy. Und es klingt so, als wäre er direkt hier. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, er ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine'schen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Alles klar, der Big Daddy ist da hinten im Wasser. Mann, oh Mann, oh Mann, das macht mich hier alles wahnsinnig. So, haben wir denn da noch was hier? Sieht nicht so aus momentan. Geht's da irgendwie weiter hier? Da können wir doch bestimmt mit Chinesi irgendwie dran ballern, oder? Hm, haben wir jetzt nicht aktiv. Ach du Scheiße. Da ist noch so eine Sicherheitsanlage. Aber wir können doch da vielleicht durch, ne? Machen wir da hin. Aber ich schalte mal um hier. Mann, oh Mann hier. Ich sehe das Ding nicht. Aber das feuert schon volles Rohr auf mich drauf. Das ist doch unglaublich. So, haben wir da deswegen was Schönes hier. Munition, der Safe. Komm, ich versuche den nochmal zu hacken. Schon eher hohe mittlere Schwierigkeit. Natürlich, das ist viel zu schnell, Alter. Das geht so nicht. Vergesst es, ey. Leck mich am Arsch. Scheißteil. Och, wer bist du denn?
So, habe ich dich erlöst von deinen Leiden? Das tut mir jetzt aber leid. So, da ist noch eine Splittergranate. Und der Big Daddy, ich höre ihn ganz genau, ey. Aber irgendwie sind wir hier nicht richtig. Ich hätte gern so eine Spur, die uns anzeigt, wo wir die Bilder machen sollen. Aber die fehlt mir bislang komplett. Boah, ich höre doch schon wieder Big Dennis hier. Das hört sich so an, als wäre der Big Daddy jetzt genau in dem Raum, in dem wir vorhin waren. Hier müssen wir wieder raus, ne? Ach ja. Geht doch. Ich dachte vorhin, wir müssen so langsam laufen, aber das war ein Trugschluss. Was gibt denn da noch Schönes? Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Tja, sage ich, ich schätze, dann wird Ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen Ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonough gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Aha. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da stand eben ein Big Daddy. Ganz in der Nähe. Aber den heben wir uns für die nächste Folge auf, denn jetzt mache ich erstmal eine Pause. Also, bis in Kürze, macht's gut.